Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Computerkurses. Nachdem wir die Textverarbeitung abgeschlossen haben, kommen wir nun zu den Tabellenkalkulationen. Tabellenkalkulationen sind ein ganz wichtiger Bereich des Office-Paketes und deswegen ist es eigentlich auch bei so ziemlich jedem Office-Paket dabei. Heißt jeweils anders, je nach Anbieter. Also zum Beispiel bei Microsoft heißt das Programm Excel. Bei Apple-Geräten spricht man von Numbers. Und ich habe jetzt hier eine OpenOffice-Variante, also LibreOffice, und da heißt das Programm Calc. Die Benutzeroberflächen sehen ein ganz kleines bisschen anders aus, aber im Großen und Ganzen funktioniert jede Tabellenkalkulation ähnlich. Wenn du mal bei dir jetzt LibreOffice gestartet hast, dann müsstest du einen ähnlichen Bildschirm sehen wie ich hier. Rechts sieht man ein paar Dokumente, die ich vor kurzem geöffnet hatte. Das ist in diesem Fall vor allen Dingen Textverarbeitung. Aber in diesem Fall will man Tabellenkalkulation machen. Links sieht man die Programme, die angeboten worden sind. Und da wählen wir jetzt einfach mal Calc aus, klicken das an und schauen mal, was passiert. Wenn du das dann gemacht hast, siehst du ungefähr diesen Bildschirm. Ui, der sieht kompliziert aus, vielleicht auch ein bisschen erschreckend, aber keine Angst, ich zeige dir jetzt Schritt für Schritt, was dabei wichtig ist. Ganz oben hier, das nennt man das Auswahlmenü. Damit beschäftigen wir uns erst später, nicht in dieser Folge, aber grob kann man schon mal sagen, hier geht es darum, Dateibefehle oder Ansichtsbefehle auszuwählen und dann entsprechend damit zu arbeiten. Darunter ist die Symbolleiste, da sind ganz, ganz viele Symbole zu sehen. So viele, dass wir sie gar nicht jetzt alle auf einmal erfassen müssen, aber das müssen wir auch gar nicht. Wir beschäftigen uns jetzt erstmal mit ein paar einfachen Symbolen zum Gestalten einer Tabelle. Die Tabelle sieht man hier unten, das ist der eigentliche Arbeitsbereich hier und jede Tabelle ist erstmal unendlich groß, ich kann sie dann passend gestalten. Die Spalten sind dabei mit Großbuchstaben gekennzeichnet, A, B, C, D, E und so weiter. Die Zeilen mit Zahlen A1, A2, A3, sodass dann jedes Feld, man nennt das Zelle, durch einen Buchstaben und eine Zahl zusammengesetzt wird. Das heißt, jetzt im Moment gerade habe ich hier markiert die Zelle C4, was hier übrigens auch steht. Kann ich also hier zum Beispiel einfach einen Text eingeben, dann wird das auch hier dargestellt. Das ist die sogenannte Eingabezeile. Wird später wichtig, wenn mal in den Feldern irgendwelche Ergebnisse von Rechnung stehen, dann kann ich das Feld markieren und sehe hier oben die eigentliche Rechnung und das Ergebnis dort, aber dazu später mehr. Hier ganz unten rechts ist eine Schiebeleiste, mit der man die Ansicht verändern kann. Das heißt, man kann reinzoomen und rauszoomen. Stell sie am besten so ein, wie du es gerne haben möchtest. Das musst du aber auch nicht unbedingt jetzt hier mitmachen, sondern du kannst auch die Taste Steuerung auf der Tastatur drücken, die ist ganz links unten, und dann das Mausrad bewegen. Wenn ich dann mit dem Mausrad rolle, zoome ich auch rein und raus. Hier unten links gibt es noch was ganz Interessantes. In jeder Datei ist erstmal eine Tabelle angelegt, aber ich kann auch mit dem Pluszeichen noch eine zweite oder dritte oder vierte Tabelle anlegen, die dann alle in einer Datei gespeichert sind und kann dann dort hin und her klicken. Mit einem Doppelklick kann ich auch ein Menü öffnen, sodass ich die zweite Tabelle umbenennen kann. Ich nenne sie jetzt einfach mal ganz originell zweite Tabelle. Im konkreten Fall hat die natürlich dann irgendeinen sinnvolleren Namen. Hier in diesem Einführungsbeispiel brauche ich die auch nicht, deswegen lösche ich die wieder. Ich klicke sie mit der rechten Maustaste an, gehe auf Tabelle löschen, bestätige nochmal und vergesse das gleiche mit Tabelle 3. So, dann möchte ich jetzt mit dir zusammen eine erste Tabelle gestalten. Da habe ich mir ein paar Zahlen ausgedacht. Das wäre jetzt hier etwa täglicher Wasserverbrauch in Deutschland. Da kann ich jetzt einfach eintippen. Und wenn der Text länger ist als die Zelle, dann geht er einfach über die Zelle hinaus. Das kann man so lange sehen, bis ich in die Zelle B1 auch etwas eintrage. Wenn ich jetzt hier auch einen Text eintrage, verschwindet der erste darunter, sodass er nicht mehr zu sehen ist. Wenn ich den Text soweit sehen möchte, ist das aber auch möglich. Ich kann einfach die Spalte verbreitern, indem ich hier oben auf die Linie zwischen A und B gehe und dann so nach rechts ziehe, so weit wie ich es brauche. Sogar noch ein Stück weiter. Ist in diesem Fall aber nicht nötig. Ich stelle das mal wieder zurück auf die Originalbreite. Das war noch so ungefähr so. Und schmeiß den zweiten Text raus, markieren und Taste Entfernen drücken, die ist auf der Tastatur ganz rechts oben. Dann ist die zweite Zelle leer und er schreibt wieder das, was in der ersten Zelle drin ist. So, machen wir mal in Deutschland. Und jetzt decke ich mir mal einfach Zahlen aus, Bereich und Liter. So, Baden 48, Toilette 35. Wenn ich Enter drücke, springt er automatisch in die nächste Zeile. Wäsche 23 und Putzen 8 und Kochen auch nochmal 5 und vielleicht noch irgendwelches anderes Zeugs machen wir 11.
Jetzt ist die Spalte hier ein bisschen zu schmal geworden, mache sie wieder hier etwas breiter. Jetzt habe ich eine erste Tabelle, die ich nun ein bisschen gestalten möchte. Das erste, was mir auffällt, ist, alles, was mit Text ist, ist in den Zellen auf der linken Seite, alle Zahlen sind in Zellen auf der rechten Seite. Ist okay, das ist das, was die Tabellenkalkulation automatisch macht. Kann mir gefallen, muss mir nicht gefallen. Wenn es mir nicht gefällt, dann ändere ich das einfach. Dazu markiere ich den ganzen Bereich und gehe hier auf Mittig platzieren. Und dann sieht das Ganze so aus. Ja, jetzt kann ich zum Beispiel die Zellen ausmalen. Ich markiere die Zellen, vielleicht für die Überschrift, die soll gelb werden. Und gehe hier auf den Farbeimer, der steht schon auf gelb. Ich nehme jetzt aber mal ein anderes Gelb zum Üben, so ein blasses Gelb. Drücke nochmal die Maustaste und sehe, jetzt hat er diesen Bereich in hellgelb ausgemalt. Die grauen Linien verschwinden dann übrigens dabei. Es kann aber auch sein, dass ich die Linien von der Tabelle sehen möchte. Kann man auch einschalten, also alles markieren. Hier oben rechts auf Umrandung gehen und dann alles auswählen. Zack. Und schon hat er dort das so dargestellt, wie ich es haben möchte. Ich kann Schriftfarben verändern, Schriftarten verändern. Ich kann die Schriftgröße verändern. Ich kann sie fett darstellen, ich kann sie kursiv darstellen, unterstreichen. Ich kann die Schriftfarbe verändern, wenn mir danach ist. All solche Gestaltungsmöglichkeiten bietet mir die Tabellenkalkulation an. Zum Abschluss möchte ich dir noch einen schönen Trick zeigen. Bei großen Tabellen etwa ist es schön, wenn man etwa jede zweite Zeile in einer etwas anderen Farbe hat, sodass man beim Durchgucken durch die Tabelle nicht in der Zeile verrutscht. Und das möchte ich hier auch mal machen. Und dazu benutze ich den Pinsel. Bei dem Pinsel steht hier Formatierung übertragen. Und das bedeutet, dass das Aussehen von Zellen, die ich bereits schön gestaltet habe, auf andere Zellen, die ich noch nicht gestaltet habe, übertragen kann. In diesem Beispiel etwa so. Ich möchte die erste Zeile weiß haben, die zweite hellblau, dann wieder weiß, dann wieder hellblau, weiß, hellblau. Muss ich aber nur für die ersten beiden Zeilen machen. Erste Zeile ist weiß, die zweite Zeile mache ich jetzt mal in hellblau. Habe ich schon mal verwendet. Und dann sieht die so aus, wie sie soll. Und jetzt möchte ich dieses abwechselnd weiß-hellblaue auf die anderen Zeilen übertragen. Und das funktioniert dann so. Ich markiere diesen Bereich, gehe dann auf den Pinsel und markiere dann den Bereich, der genauso aussehen soll. Fertig. Bei all diesen Gestaltungsmöglichkeiten kann es natürlich passieren, dass dir irgendetwas nicht gefällt, dass nur eine Veränderung irgendwie nicht so schön ist oder so. Dann nicht erschrecken, Panik kriegen, sondern auf rückgängig machen klicken. Klickst du hier drauf, sieht die ganze Sache wieder so aus wie vorher. Wenn das rückgängig machen auch falsch war, also das rückgängig machen möchtest, kannst du diesen Pfeil benutzen, der wäre dann wiederherstellen. Klicke ich darauf, sieht es wieder so aus, wie es vor dem rückgängig machen aussah. Sehr praktisch ist auch die Tastenkombination, die kannst du dir gleich mal merken. Rückgängig machen geht auch mit der Taste Steuerung und Z. Machen wir wieder vorwärts. Und zu guter Letzt nicht vergessen, alles abzuspeichern. Das geht hier unter Speichern unter und dort zeigt er auch, mit welcher Tastenkombination das geht, nämlich Steuerung und S. Und wenn ich das dann tippe, ruft er automatisch das Speichermenü auf. Ja, und ich denke, das sollte dann damit für die ersten Schritte mit einer Tabellenkalkulation reichen. Viel Spaß und viel Erfolg beim eigenen Gestalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.